Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Reisebüro auf dem Rodenhof. Das Reisebüro mit dem kostenlosen Flughafentransfer. Punkt. Hallo Jürgen. Hallo, grüß Sie. Ja, das Spiel in Kaiserslautern hat ja jetzt doch relativ klar gemacht, dass wir im nächsten Jahr keinen 1. FC Saarbrücken der 2. Liga sehen werden. Was bedeutet denn das für die Personalplanung jetzt? Ja gut, das hat natürlich Klarheit geschaffen, ja, dass wir nicht aufsteigen können werden mehr. Das ist klar, war natürlich schade, so wie das Spiel gelaufen ist. Wäre mehr drin gewesen, gerade in der zweiten Halbzeit. Das war natürlich das Ärgerliche, was uns dann halt schon enttäuscht hat, dass wir ja nach dem 1-1 einfach nicht das geschafft haben, in Überzahl einfach da 3 Punkte zu holen. Die Planungen laufen natürlich schon seit längeren Zeit jetzt, seit den letzten Wochen schon. Aber jetzt haben wir halt Klarheit, wenn wir mit den Spielern sprechen, dass über die 3. Liga geht. Ja. Und ja, da sind wir jetzt im vollen Gange und mal sehen, was die nächsten Wochen dann bringen werden. Ja. Wo siehst du denn die wesentlichen Baustellen im Kader für die nächste Saison? Ja, ich glaube, wir brauchen in jedem Mannschaftsteil nochmal Verstärkungen. Ja, ich meine, in der Defensive, wenn man sieht, einfach Innenverteidigung oder linker Verteidiger, so die Positionen sind natürlich überall gesucht, ja, von vielen Vereinen. Aber ich glaube, da müssen wir uns schon versuchen, noch zu verstärken. Ja, aber auch in der Offensive, Außenbahn haben wir Abgänge. Und das werden so die Hauptpositionen sein, wo wir was suchen. Das heißt, Abgänge ist Jalen Hawkins mit gemeint, den werdet ihr wahrscheinlich nicht halten können. Davon gehst du jetzt aus? Nee, davon gehe ich jetzt nicht aus. Jalen fühlt sich sehr wohl hier und wir müssen einfach da mal abwarten. Ingolstadt ist da am Zuge, der hat da noch Vertrag, also von dem her können wir dann nichts sagen. Aber Jalen ist nach wie vor ein interessanter Spieler für uns. Ja, also da bleibt er am Ball. Da bleiben wir auf jeden Fall am Ball, super. Ja. Minus Guras geht weg, ist klar, da muss Ersatz her. Wie sieht es denn aus mit den Spielern, deren Verträge jetzt auslaufen? Müller, Tölke, Uafero, Köhl? Ja, wir haben gesagt, wir sprechen am Saisonende. Ja, gut, jetzt haben wir ja auch Klarheit, in was für Liga es geht. Also werden wir in den nächsten Wochen das Gespräch mit den Spielern suchen. Wie gesagt, wir haben ja schon 16 Spieler unter Vertrag. Also die meisten Spieler, auch gerade die Stammspieler, die jetzt immer gespielt haben, haben alle Verträge. Von dem her, wie gesagt, werden wir mit den Spielern, wo die Verträge jetzt auslaufen und nicht gesprochen wurde, in den nächsten Wochen bis zum Saisonende sprechen. Ja. Jetzt ist es ja schon so, dass das schon jetzt kann man sagen, es ist eine erfolgreiche Saison gelaufen bisher. Und man hat ja die Möglichkeit, das Punktekonto noch nach oben zu schrauben, womöglich sogar den 4. Platz noch zu erreichen. Wie sieht denn das für die nächste Saison aus? Sagt man da wieder, wir wollen ganz oben mitspielen oder möchte man im selben Bereich, so wie letztes Jahr auch, landen? Gibt es da eine Zielsetzung? Also jetzt ist erstmal wichtig, wir haben noch 4 Spiele und ich sehe die schon noch als sehr wichtig an einfach, ja, gerade um den 4. Platz, was noch geht. Natürlich wird das schwer, weil andere Mannschaften da punktemäßig auch einen Vorteil haben. Ja. Aber ich glaube, das wird sehr wichtig sein, wie wir jetzt nach den Niederlagen auch wieder reagieren in den nächsten Spiele. Also von dem her müssen wir schon noch voll konzentriert weitermachen. Ja, wir haben eine gute Saison gespielt, auch ein bisschen mit Höhen und Tiefen, aber über die Saison weg glaube ich schon, dass wir da sehr gut das gemacht haben. Und für die neue Saison muss man einfach mal abwarten. Ja, wir wissen nicht, was für Spieler wir verpflichten können. Ich meine, jetzt am Transfermarkt, wo wir uns befinden, da sind natürlich Mannschaften aus der 2. Liga dabei, die Spieler wollen, wo wir vielleicht auch gerne wollen. Ja, genauso die Top-Mannschaften aus der 3. Liga, die da um so Spieler kämpfen. Von dem her kann man jetzt noch nicht sagen, was für ein Kader wirklich dann in die neue Saison gehen kann. Ja. Früher gab es immer so eine konstante Beziehung Richtung Frankreich. Das ist in den letzten Jahren eigentlich komplett verloren gegangen. Der letzte Spieler, den hat man quasi wieder wegschicken müssen, weil er kein Deutsch lernen wollte. Siehst du da nochmal Möglichkeiten? Weil die großen Stars, die kommen ja eigentlich alle vom FC Metz, oder? Ja, es ist immer von beiden Seiten. Erstmal muss man auch Spieler finden, die den Weg, sagen wir mal, in Deutschland in die 3. Liga gehen wollen, die auch die Qualität haben. Da ist jetzt dann nicht nur irgendein Spieler zu holen aus Frankreich und sagen, okay, jetzt haben wir wieder einen Franzosen in unserer Mannschaft. Also das muss schon passen. Also es muss von beider Seite sein. Natürlich gucken wir auch in Frankreich oder in Grenznähe, ob da interessante Spieler sind. Aber aktuell hat sich da jetzt noch nichts gegeben, was sinnvoll gewesen wäre, so einen Transfer zu machen. Ja.
Ich hatte mal ein Gespräch mit unserem Trainer Uwe Koschinat und der hat gesagt, Kians Prose ist eigentlich ein interessanter Mann. Was hältst du denn davon? Ja klar, Kians hat es gut gemacht in Havese und glaube ich hat sich da auch wieder ein Stück weiterentwickelt für sich. Ich glaube, es war schon ein wichtiger Schritt und dass er ein guter Typ ist, wissen wir. Ja, und alles andere lassen wir so auf uns zukommen. Okay. Danke dir. Bitte, alles klar.